Hallo meine Damen und Herren, am Beginn eines neuen Jahres 2022, neues Jahr, neue Herausforderungen, neue Spannung. So auch bei uns auf unserem YouTube-Kanal, wir wollen interaktiver werden. Bisher war es ja so, das kennen Sie, dass wir neue Gerichtsentscheidungen, aktuelles oder auch ständige Beratungsklassiker vorgestellt haben. Dazu haben wir von Ihnen eine sehr erfreuliche Resonanz erhalten. Das ist toll. Und das möchten wir gerne ein bisschen noch weiter pushen. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir jetzt ein bisschen interaktiver werden wollen oder vielleicht ein bisschen mehr interaktiver werden wollen. Zunächst mal können Sie uns jetzt Ihre Themenvorschläge, also die Dinge, über die Sie gerne etwas erfahren möchten, in die Kommentarfunktion zu diesem kleinen Film unten drunter schreiben. Das Zweite, wenn Sie den Kanal selbst besuchen, dann werden Sie da eine neue Funktion finden, die Community-Funktion. Da werden wir Informationen zusätzlich anbieten zu den Dingen, die wir gerade so auf der Pfanne haben, die wir gerade so bearbeiten. Wir werden dazu Umfragen machen, also auch hier auf diese Weise mit Ihnen in Interaktion treten wollen. Damit das nicht so ein bisschen nebulös bleibt, sondern ein bisschen mehr zum Anfassen ist, vielleicht mal ein Beispiel. Wir gehen mal ins nachbarliche Verhältnis hinein und wir werden Sie fragen, haben Sie gute Nachbarn? Haben Sie neutrale Nachbarn? Haben Sie Nachbarn, die schwierig sind? Bitte. Wir wollen keine Namen, wir wollen keine Adressen, wir wollen im ganzen Gegenteil den Datenschutz absolut beherrschen und befolgen. Aber wir möchten gerne von Ihnen Themen wissen. Wo sind die Schwierigkeiten? Haben Sie zum Beispiel Probleme mit Grenzbepflanzungen oder mit Regenwasser, das von einem aufs andere Grundstück kommt? Haben Sie Probleme mit Lärm? Haben Sie Probleme mit Bahntrassen, mit Autobahnbauten, mit Bebauungsplänen, mit Hochhausbauten? Ich weiß nicht was, es gibt ja unendlich viel. Schreiben Sie gerne auf unsere Umfragen hin auch Ihre Wünsche, Ihre Probleme. Wir werden im Rahmen unseres Möglichen darauf eingehen. Und je nachdem, wie der Response von Ihnen ist und je nachdem, wie wir es bündeln können, werden wir mal schauen, das haben wir noch nicht wirklich so jetzt endgültig entschieden, aber wir liebäugeln damit, dass wir dann kleine Webinare auch hier über diesen Kanal dazu anbieten werden. Aber soweit ist es noch nicht. Von daher schauen wir erstmal, wie wir aktiv miteinander ins Gespräch kommen. Ich freue mich auf ein spannendes Jahr 2022 mit Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für Ihr Feedback und alles Gute und viel Gesundheit für Sie.